Hey Freunde und herzlich willkommen zurück bei eurem Tuel von Willkommen zurück bei The Long Dark. Ja, wir haben jetzt eine ganze Weile nicht mehr gespielt, aber wir machen gerade erstmal schnell ein schönes Feuer und machen es ein bisschen warm hier in der Bude. Wir brauchen unbedingt was zu essen. Und ja, unserem Typen geht es in sich ganz gut noch. Ja? Wir haben eine Weile nicht gespielt, ja. Ich habe erstmal noch ein paar andere Sachen und Projekte fertig gemacht. Und The Long Dark kann man ja immer mal weiter spielen. Ist ja nicht so, ja, dass ich es vergessen habe. Vielleicht kurzzeitig, aber jetzt sind wir wieder da. Und wir haben ein Feuerchen gemacht. Sehr schön. Es brennt aber nicht sehr lange, weil ich nur ein Buch dazu benutzt habe. Und wir müssen uns gerade eigentlich erstmal... Eigentlich will ich nur was zu essen draufbraten. Das ist eigentlich das Wichtigste, was ich gerade machen muss. Hier, geschmackloses Wolfsfleisch. Garen, gar das mal. Oh, das... Na, das war ja erfolgreich, ja? Ist es jetzt halb gar? Nein. Oh Mann, ich brauche unbedingt was zu essen. Wie viele Kalorien hatten das? 800. Wie viel habe ich noch? 1000. Okay, gut, damit kann ich eigentlich arbeiten. Ja gut, ich zerleg mir mal kurz was. Man sieht halt auch überhaupt nichts gerade. So gar nichts. Was ist denn hier, was ich zerlegen könnte? Kanonenofen. Den kann ich auch nicht anmachen. Irgendwas muss ich mir zerlegen. Aber hier ist nichts, was ich zerlegen kann, oder? Ich sehe auch gar nichts. Hier ist ein Aktenschrank. War hier nicht noch irgendwo ein Schränkchen? Ich schätze mal, ihr seht auf YouTube jetzt überhaupt nichts. Noch weniger als ich hier. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich bin. Moment mal, kann ich das heller machen? Man kann es auch nicht heller machen, scheinbar. Ich habe jedenfalls gerade in den Optionen nichts gefunden. Wo bin ich denn jetzt hier? Ah, hier ist die Treppe. Okay, gehen wir mal wieder hoch. Ich würde ja einfach schlafen, bis Tag ist, aber da, das bringt mir auch nichts. Was ist denn hier? Kann ich nicht das hier leer kaputt schlagen? Kann ich auch nicht. Oh Mann. Ich brauche unbedingt was zum Zerlegen. Ja, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn Tag ist. Es ist so dunkel, man sieht gar nichts. Macht ja auch keinen Spaß so. Wir sehen uns gleich. So, Freunde, jetzt wird es hier schon langsam ein bisschen heller. Ich habe gerade mal was zu essen, was zu brennen besorgt. Aber unser Typ hat so langsam verdammt Hunger. Verdammt viel Hunger sogar. Hier lag ja Zeug zum... Ich bin blöd, ey. Ich hatte ja hier Zeug mal hingelegt. Na gut, egal. Wir machen jetzt erstmal kurz ein Feuer mit ein bisschen Altholz. Und dann gucke ich mal, wir müssen irgendwo, habe ich mir was zu essen mal eingelagert. Ich muss mal schauen, ob wir noch was haben. Der Typ braucht auf jeden Fall was zu essen. Alles andere sieht eigentlich ziemlich gut aus, aber was zu futtern brauchen wir ganz dringend. Ansonsten müssen wir mal gucken, ob wir uns draußen irgendwas schießen oder irgendwas besorgen. Aber so sieht es erstmal nicht so gut aus. Hat erstmal ein bisschen Hunger, der Kerl. Wir schauen gleich mal, ob wir uns draußen was schießen oder was fangen oder was finden. Und der Wind heult ums Haus. Wir machen uns ein schönes kleines warmes Feuerchen. Es sieht so aus, als würde es klappen. Sieht gut aus, sehr schön. Also, es ist an. Dann machen wir mal Brennstoff hinzufügen, damit das Ding eine Weile heizt. Und jetzt können wir ja das Wolfsfleisch erstmal garen. Dann haben wir erstmal was zu essen. Aber danach haben wir halt nichts mehr. Danach brauchen wir erstmal was Neues. Und auf lange Sicht reicht uns ja Wolfsfleisch nicht. Das hat sich gereimt. Wie... Der Reim war zu Ende. Okay, wir schauen mal, ob wir jetzt draußen uns was besorgen. Aber ich müsste eigentlich hier drinnen im Schrank noch was haben. Hier ist nichts zu essen. Da habe ich zwar Sachen, aber nichts zu essen. Ist hier in der einen Schublade noch was? Auch nichts. Ja, dann gucken wir mal draußen, Freunde. Gehen wir einfach mal raus. Wir haben noch zwei Kugeln im Gewehr drinnen. Die könnten reichen. Wenn ich mich nicht wieder so dumm anstelle wie das eine Mal und überall vorbeischieße. Ich schaue mal. Hauptsache, wir kriegen was zu essen. Wie warm ist es hier? Minus 30 Grad. Alter Propeller. Das ist nicht nice. Ich sehe schon mal nichts auf dem See. Da hinten liegt noch der eine Wolf. Ich sehe ihn da liegen, neben der Hütte. Ich glaube, der hatte noch ein bisschen Fleisch, oder? Ich gehe da jetzt einfach mal hin. Vielleicht ist er auch noch ein Wolf, den ich schießen kann. Müssen wir mal schauen. Aber ich glaube, der eine Wolf hatte noch ein bisschen Fleisch. Ich glaube, ich habe nicht alles mitgenommen, weil ich schon so viel dabei hatte. Ich meine mich daran zu erinnern, dass ich da was liegen gelassen habe. Ich habe jetzt wirklich, glaube ich, über eine Woche nicht gespielt. Vielleicht noch länger sogar. Deswegen bin ich jetzt gerade... Ich muss mich aber wieder reinfinden. Müssen wir mal schauen gerade. Aber ich glaube, bei dem Wolf lag noch Fleisch. Ich glaube, der hat noch was gehabt. Wir müssen uns jetzt auch beeilen. Es ist so kalt draußen. Oder wir machen es einfacher und schießen den Kollegen. Der müsste dann auch ein bisschen Fell und so dabei haben. Na, ist jetzt die Frage, Freunde. Ich würde den jetzt so garantiert treffen.
Ich bin überlegen, schieße ich? Schieße ich nicht? Schieße ich? Moment. Moment. Guck mal, ob ich noch näher rankomme. Ich glaube, näher wird es nicht. Ich bleibe jetzt hier stehen. Und... Momentchen, Momentchen. Das Ziel hier ist ein bisschen schwierig. Okay, er steht. Und jetzt liegt er. Jetzt liegt er. Ja! Wir haben den Reh geschossen, beziehungsweise den Hirsch. Und jetzt schauen wir mal, was hat er alles Tolles dabei. Rehkadaver. Okay, es wird doch Reh genannt. 8,7 Kilogramm Fleisch. Und der bleibt ja hier liegen. Der haut ja nicht ab, solange wir hier liegen bleiben. So, und jetzt holen wir uns hier ein bisschen Fleisch raus. Und zwar machen wir mal 2 Kilo. Der Rest bleibt ja hier liegen und friert quasi ein. Wir holen uns das dann irgendwann später wieder. Unser Zustand sinkt jetzt natürlich ein bisschen, weil wir jetzt hier draußen das Fleisch zerlegt haben und so. 2 Stunden lang. Ich glaube, das ist auch unser Feuer jetzt wieder aus. Denke ich mal. Aber ich sprinte jetzt mal schnell zurück. Wir fangen nämlich so langsam an, unterkühlt zu sein. Glücklicherweise haben wir jetzt noch einen Schuss übrig. Ich muss aber mal gucken, dass wir irgendwo uns mal wieder Munition besorgen. Muss auf jeden Fall sein. Weil so auf lange Sicht, nicht so gut. Wir brauchen unbedingt Munition, weil nur mit... Vor allem, es gibt ja auch Bären hier irgendwo. Und wenn wir uns nur hier ein bisschen weiter vorwagen, in dieser Welt, in der kalten Welt von The Long Dark, kriegen wir bestimmt noch mehr Probleme. Was ich jetzt auch vorschlagen würde, ist folgendes. Dass wir uns jetzt erstmal hier in der Hütte quasi ausrüsten für einen langen Marsch. Ein bisschen aufpäppeln. Gucken, dass ich es vielleicht auch schaffe, mir einen, diesen Wolfsmantel zu bauen. Der hat ja relativ gut Wärmeprotection. Und dann schauen wir mal, dass wir weitergehen. Denn ihr habt mir ja geschrieben. Ich dachte ja, man hat hier so eine... Das Feuer brennt noch. Schnell, 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 schnell. Wie lange noch? 13 Minuten. Wow, da waren wir aber pünktlich, ey. Brennstoff hinzufügen, machen wir nochmal an. Sehr gut. Wie geht's dem Kerle? Okay, ihm ist ein bisschen kalt und hungrig ist er und müde. Na gut, es geht alles noch. Denn ihr habt mir ja mal gesagt, dass alle diese Maps, die man am Anfang auswählen kann, rein theoretisch auf einer Map sind. Und am Anfang wählt man sich quasi nur das Startgebiet aus. Das bedeutet für uns natürlich, dass wir noch viel zu entdecken haben. Und dass wir auf jeden Fall hier noch ein bisschen rumlaufen werden. So, Wolfspelzmantel. Wir brauchen wir 4 getrocknete Wolfspelze und 4 Därme. Das heißt, ich muss mir noch 2 Wölfe schießen. Beziehungsweise 2 Wölfe töten. 2 Därme habe ich, 2 Felle habe ich hier liegen bereits. Hier haben wir noch frische Rehhaut. Die legen wir mal ab. Und die Därme legen wir auch ab. So, Moment. Die Därme packen wir hier drüben bei. Ja, das ist dann jetzt unser Anliegen, noch hier Wölfe zu töten und vielleicht auch noch ein paar Rehe irgendwie, damit wir uns hier, ja, einen Wolfspelzmantel machen können. So lange werden wir uns hier noch aufhalten, in dieser Hütte. Die wird so lange noch unser Stützpunkt sein, bis wir den Wolfspelzmantel haben und vielleicht noch Rehschuhe, was natürlich vorteilhaft wäre. Und danach werden wir uns auf den langen Marsch zu neuen Orten begeben. Wir garen jetzt gleich beide Stücke, dann haben wir ein bisschen auf Vorrat. Denn ich werde jetzt mal schauen, mich ein bisschen umsehen, dass wir irgendwo neue Munition hier kriegen. Weil Munition brauchen wir in jedem Fall. Wir haben kaum noch Munition. Wirklich, wirklich wenig. So, jetzt esse ich mal ganz kurz was, damit es dem Typen wieder gut geht. Dann schlafe ich nur ein ganz kleines bisschen. Und dann, so, das sind 800 Kalorien, das andere Stück nehmen wir mit. Wasser haben wir noch. Jetzt schlafe ich immer 3 Stunden. Dann sind noch 9 Stunden Tageslicht und dann gehen wir mal raus. Ich brauche nämlich Munition. Ohne Munition kommen wir hier nicht voran. Oder eine andere Waffe. Es gibt ja auch noch andere Waffen, glaube ich. So, Überlebenszeit. 4 Tage, 23 Stunden, 46 Minuten. Wir sind bald 5 Tage am Überleben hier. Sieht ja schon mal ganz nice aus. So, wir sind ein bisschen durstig. Dann trinke ich mal was. Ah, ich habe nur noch 0,2 Liter. Ich dachte, ich habe noch viel mehr. Dann müssen wir nochmal kurz ein Feuer machen, Freunde. So geht's ja nun nicht. Mit so wenig Wasser kann ich nicht raus. Das können wir voll vergessen mit so wenig Wasser. Wie viel Zeug habe ich eigentlich dabei? 14,9 Kilo, das ist okay. Jetzt habe ich wieder keinen Brennstoff mehr. Okay, wie durstig sind wir denn? Damit müsste ich eine Weile zurechtkommen. Das Problem ist halt, ich habe hier unten nichts mehr, was ich auseinandernehmen kann. Hier ist nichts mehr. Den Aktenschrank hier kann ich nicht auseinandernehmen. Ist ja logischerweise kein Brennstoff. Und auch ansonsten sieht es ja eher dürre aus, was Brennstoff anbelangt. Die Schublade hier habe ich schon mal durchsucht. Freunde, wir werden uns jetzt hier einfach mal ein bisschen umsehen. Wir gehen jetzt raus, gucken, ob wir draußen irgendwas finden. Wir haben noch einen Schuss im Lauf. Eine im Lauf haben wir noch. Und schauen mal. Wir werden es schon schaffen. Es sind nur minus 8 Grad gerade. Das ist ziemlich easy. Also gefühlte minus 8 Grad. Wirklich, das ist natürlich ein bisschen kälter. Ein paar Klamotten haben wir ja an. Ein bisschen Wärmebonus haben wir ja. Ja, aber der Wolfspelzmantel wäre natürlich nochmal um einiges besser. Deswegen, Errungenschaft freigeschaltet, Wolfskühler. Ah, 5 Tage überlebt. Sehr schön.
Ja, wie gesagt, wir brauchen Munition, müssen noch ein, zwei Wölfe töten, haben dann den Wolfspelzmantel. Und sobald ich ein bisschen resistenter gegen diese Kälte bin und mich hier draußen ein bisschen bequemer bewegen kann, ohne direkt unterkühlt zu werden und so, können wir auch mal anfangen, hier weitere, längere Märsche zu unternehmen. Was wir da auf jeden Fall auch tun werden, davon mal abgesehen. Aber erstmal würde ich jetzt sagen, wir gucken erstmal, was wir sonst noch so finden. Wir haben jetzt Glück, dass es nur minus 8 Grad ist. Wir haben noch ein bisschen Kalorien auf Lager. Essen haben wir dabei. Das einzige Problem, was ich jetzt habe, ist, dass ich kein Trinken habe. Aber wir gehen jetzt einfach mal weiter. Vielleicht finden wir noch ein paar kleine Hütten oder so. Und ansonsten gehen wir einfach mal über den See hinten zu den Fischerhütten. Da sind ja immer noch ein paar, die wir immer noch nicht kontrolliert haben. Nicht ein toter Wolf. Das ist doch ein toter Wolf. Yo. Wolfskadaver gefroren. Haut. Wolfspelz mitnehmen. Wir haben einen Wolfspelz. Das heißt, wir brauchen nur noch einen. Und wir haben noch eine Kugel im Lauf, Freunde. Was sagt euch das? Können wir schaffen. Können wir schaffen. Ah, der Typ ist aber jetzt ein bisschen durstig so langsam. Problem ist halt... Oh, da sind zwei. Mit zwei können wir uns nicht anlegen. Zwei können wir vergessen. Wir haben nur einen Schuss. Das wird nicht funktionieren. Ich treffe ja nicht mal einen Wolf mit zwei Schuss. Deswegen, gehen wir mal lieber hier hoch. Vielleicht... Ja gut, wenn ich einen schieße, kriegt der andere ja Angst und rennt weg. Das muss man natürlich jetzt im Hinterkopf behalten. Das kommt natürlich hinzu. Ich könnte die jetzt natürlich schießen. Ich lasse es lieber. Das ist zu gefährlich. Wenn mich hier einer angreift, bin ich weg. Ich bin jetzt auch ziemlich durstig. Dem Typ geht es nicht so gut. Dem wird langsam ein bisschen kälter. Glück haben wir nur, dass es nicht so kalt ist im Moment. Also, dass es nicht so schnell geht, dass es kälter wird. Aber ich muss trotzdem jetzt mal schauen. Ein Wolf. Da unten ist noch einer. Da unten ist noch einer. Da kommt einer. Da kommt einer hochgelaufen. Oder hat der nur so gebellt? Nein, der kommt hier hoch. Der hat mich gesehen, glaube ich. Der hat mich gesehen, definitiv. Ich hau ab. Ich höre ihn knurren. Scheiße. Ich meine, den einen könnte ich jetzt schießen. Ohne Probleme. Aber... Wo ist er denn? Es ist hier zu versteckt im Wald. Ich kann den nicht sehen. Das dauert zu lange, bis ich ihn sehe. Ja, jetzt schläft der Typ gleich auch noch. Okay, der Wolf folgt mir. Es ist aber nur einer. Ich muss jetzt schaffen, den zu schießen. Den einen Wolf. Die Waffe ist geladen. So, wo ist er? Da kommt er. Er kommt angerannt. Oder auch nicht. Ich schieße mal. Vielleicht treffe ich ihn. Bitte, 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 bitte. Das war unsere einzige Chance. Das war die einzige Chance. Ich gucke, dass ich nach Hause komme. Wir haben einen Wolfspelz. Wir sollten unser Glück nicht überstrapazieren. Nicht überstrapazieren, in keinem Fall. Nicht jetzt. Jetzt, wo es so läuft. Wir müssen aber Brennstoff mitnehmen, das müssen wir machen. Das sind 45 Minuten, ein paar Kalorien. Ja, das schaffen wir. Das schaffen wir. Ein bisschen was zu essen haben wir noch. Jetzt haben wir ein bisschen Tannenholz. Ich esse mal gerade das Wolfsfleisch noch. Das einzige Problem, was wir jetzt haben, ist die Austrocknung. Und dass wir keinen Schuss mehr haben. Freunde, wir brauchen noch einen Wolf. Einen einzigen Wolf brauchen wir noch. Verdammt, ich hätte nicht schießen sollen. Er war am Weggehen. Ich hätte die Kugel behalten sollen. Das war eine Fehlentscheidung. Eine ganz klare Fehlentscheidung. Das war ein grober, grober Fehler. Der uns vielleicht das Leben kostet, wenn ich ganz viel Pech habe. Aber mal schauen. Vielleicht haben wir auch noch Glück und finden irgendwo Munition. Jetzt erstmal herunter, zurück ins Haus. Feuer machen, essen, trinken. Ruhig bleiben. Erstmal wieder aufpäppeln, dann durchsuchen wir nochmal die verbleibenden Fischerhütten. Vielleicht ist in einer noch irgendetwas von Belang. Noch irgendetwas, was uns hilft. Okay, sieht sicher aus hier unten. Wir gehen mal runter. Hier ist zur Not auch noch Holz, was ich zerlegen kann, sehe ich gerade. Oh oh. Bisschen weit gefallen. Bisschen verletzt. Kann ich überhaupt was rausmachen? Nee, kann ich nicht. Den kann ich gar nicht zerlegen. Ich dachte gerade. Da habe ich mich gerade ein bisschen verletzt. Nicht gut. Gar nicht gut. Nicht heftig, nur verstaucht. Gebrochen habe ich mir, glaube ich, nichts. Oder? Moment, wir gehen mal rein. Wir gehen mal rein. Erstmal rein. Erstmal, dass es wieder warm wird. Das ist schon mal wichtig. So, jetzt gucken wir mal. Erste Hilfe.
Ach, verstauchtes Handgelenk. Hier, nimm ein paar Schmerzmittel. Nach 2 Stunden Rast wäre das auch wieder gut. Aber so viel Rasten tun wir jetzt nicht, denn wer rastet, der rostet. Wir werden jetzt Feuer machen. Mit Tannenholz. Und dann schauen wir mal, Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von The Long Dark wieder. Da kümmere ich mich mal darum, dass wir die letzten Fischerhütten, die noch übrig sind, die wir noch nicht kontrolliert haben, dass wir die nochmal durchgehen. Vielleicht ist ja noch irgendwas drin. Irgendwas essen, irgendwas trinken. Vielleicht finden wir auch irgendwo noch 1, 2 Schuss Munition. Mehr brauchen wir ja gar nicht. 1, 2 Schuss, das reicht vollkommen. Wir werden nochmal schauen. Vielleicht finden wir das noch. Ja, wir machen uns jetzt was zu trinken. Ja gut, das Feuer klappt noch nicht. Aber Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich kümmere mich darum, dass es dem Typen wieder gut geht. Und dann gehen wir nochmal raus, durchsuchen die letzten Fischerhütten und schauen mal, dass wir dann, ja, so langsam wieder zu Rande kommen hier. Wir haben jetzt noch einen Wolfspelz mehr. Einer fehlt nur noch einer. Dann müssen die nur noch trocknen. Und dann ist es eigentlich geschafft. Deswegen würde ich sagen, Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge von The Long Dark wieder. Euer Tuber verabschiedet sich. Macht's gut. Und bis dahin.